Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Heute dreht sich alles um Vanlife und Übernachten im Auto. Ich habe euch ja schon in unserem allerersten Video der Camping Cowboys meinen Ford Focus vorgestellt, meinen Kombi Camper. Und heute zeige ich euch, was ich alles dabei habe und was er alles kann. Da wird es bestimmt die eine oder andere Überraschung geben. Ich denke nicht, dass viele wissen, wie vielseitig ein Kombi-Camper sein kann und was vor allem Platz in einem Kombi-Camper hat. Heute, wie wir sehen, hier an der Sonne ist wahrscheinlich einer der letzten schönen Tage und deswegen wollte ich heute unbedingt noch mal raus und euch nehme ich mit und jetzt suche ich mir ein schönes Plätzchen und dann sehen wir uns gleich. Herzlich willkommen zurück hier draußen bei wunderschönem Wetter und jetzt zeige ich euch, was ich alles in meinem Camper habe. Das erste, was ich habe, ist eine Kühlbox, eine sogenannte Passivkühlbox, also die läuft nicht mit Gas oder Strom, sondern sie läuft mit Akkus, also mit Kühlakkus, die man zu Hause auflädt. Das ist eine von Domitec und zwar die Cool Ice 22. 22 steht auch hier gleichzeitig für die Literzahl, also 22 Liter. Ich habe die jetzt schon, naja, ein halbes Jahr ungefähr, war schon ein paar Mal weg mit der. Und ich muss sagen, die hält die Kälte. Also hier kann man kühlen übers Wochenende. Zwei Nächte dürfte kein großes Problem sein. Der Hersteller sagt 5 bis 6 Tage, eher nicht. Ja, also aber 2 bis 3 Nächte hält die auf jeden Fall, wenn man sie nicht alle 5 Minuten aufmacht. Hier kann man noch mal reingucken. Ich habe hier auch viele Sachen schon drin, weil ich gönne mir später noch mal richtig was. Ja, also hier gönnt er sich noch schön mit ein bisschen Coke und hat sich noch ein wunderschönes Steak gekauft. Und zum Steak gehören natürlich Hühnchen. Ja? Also das gönne ich mir später. Die hier kann ich, diese Cool Ice 22 von Domitec kann ich sehr empfehlen. Das zweite, und da kommen wir schon in den Schubfach rein. Den machen wir mal auf. Das zweite, was ich raushole, ist dann hier, gibt es so einen wunderschönen Dreibein, da kann man sich draufsetzen. Das ist wirklich auch nicht schlecht. Gerade wenn man irgendwo mal anhält und nur kurz Brotzeit machen möchte, dann kann man sich draufsetzen, kann sich dann hier auf dem Tablett ein Brot schmieren oder irgendwas dergleichen. Die fangen auch an bei 10 Euro, kriegt man die günstigen. Der hier hat 15 Euro gekostet. Aber ich sage jetzt mal, ob der jetzt 10 Euro kostet, 15 Euro oder vielleicht auch 20, wenn man die Super Deluxe Variante will, überhaupt kein Problem. Dürfte für jeden zu machen sein. Mein erster Schubfach hier, den ich euch heute vorstelle, das ist mein Küchenschubfach. Also wenn ich den aufmache, habe ich hier gleich mein Schneidebrett drin. Das ist ein ganz normales, stinknormales Schneidebrett, ist aber immer hilfreich, immer nützlich. Das zweite, was ich euch vorstellen möchte, ist mein Gaskocher. Und der Gaskocher steht hier drin, in diesem Schubkasten. Und den Gaskocher, den kann man da auch ohne Probleme drin lassen. Das Schöne beim Gaskocher ist, dass die Hitze geht minimal seitlich weg. Nach oben kommt sehr, sehr viel Hitze, aber nach unten kommt so gut wie überhaupt gar keine Hitze. Das ist der IMAX. Der IMAX bei Amazon, top bewertet, kann ich auch nur empfehlen. Und der IMAX läuft nicht mit einer großen Gasflasche, sondern hier mit einer kleinen Gaskartusche. Hoppala. Mit einer kleinen Gaskartusche. Da gibt es hier einen kleinen Hebel. Na,
auf. Und dann kann man die Gaskartusche rausnehmen. So sieht die Gaskartusche aus. Da werden 8 Stück mitgeliefert. Also wirklich ausreichend für den Preis. Und der Hersteller sagt, man kann 1 Stunde lang damit auf voller Flamme kochen. Ich weiß jetzt aus Erfahrung, ich habe den jetzt schon eine ganze Zeit lang benutzt, dass die Kartuschen länger halten auf jeden Fall. Funktionieren tut die ganze Sache so. Ich mache noch mal kurz auf. Hier kann man das dann vielleicht sehen. Hier gibt es einen Kippschalter. Und wenn man ganz genau hinguckt, geht die Gaskartusche ein kleines bisschen nach vorne. Also jetzt ist sie konnektiert und jetzt diskonnektiert. In dem Falle, wenn ich kochen möchte, drücke ich die Gaskartusche einfach rein. Sie ist konnektiert. Dann drehe ich hier an dem Hebel, mache an. Man sieht es wahrscheinlich nicht, aber der Gaskocher ist an. Und den kann ich hier auch wirklich auf einer feuerfeste Unterlage sollte es schon sein. Also ich habe hier in meinem, mal kurz ausmachen, einfach zurückdrehen und dann ist die Sache wieder aus. Ich habe ihn hier in meinem Holzschubfach drin stehen gehabt und habe schon mehrfach damit gekocht. Also ich habe überhaupt keine Hitzeprobleme. Im Küchenfach ist noch natürlich Zewa-Rolle. Zewa-Rolle, ganz wichtig, unerlässlich, braucht jeder Camper. Ein Schwamm und einen kleinen Lappen zum Abspülen danach. Dann ein Küchentuch zum Abtrocknen und Gaskartuschen zum Nachfüllen, falls doch mal die Gaskartusche leer sein sollte, dass man dann weiter kochen kann. Das packen wir mal alles kurz wieder ein, zack, zack, zack und weg. Und jetzt zeige ich euch etwas. Das ist auch eine wirkliche Kaufempfehlung. Und zwar zum Kochen braucht man ja auch Besteck und Töpfe und Pfannen und alles Mögliche. Und dieses Set hier, ich verlinke euch alle meine Produkte, die ich euch hier heute vorstelle, verlinke ich euch in der Beschreibung. Hier haben wir ein Küchenset und zwar ein komplettes Küchenset. Und das ist wirklich handlich klein. Und damit bin ich immer gut zurechtgekommen, auch wenn ich für mehrere Personen gekocht habe. Nehmen wir den Topf raus und als erstes haben wir hier eine kleine Pfanne. Da werde ich auch nachher mein Steak drin braten. Das wird bestimmt total klasse. Oder was heißt wird klasse? Ja, es ist immer klasse gewesen. Ich habe hier schon mehrfach Steaks drin gebraten und Bohnen und was weiß ich was. Das ist wirklich gut. Sie sieht aber schon ein bisschen gebraucht aus. Vielleicht sieht man es im Video. Ist aber wirklich nicht schlimm. Also Pfanne. Dann haben wir den Topf. In diesem Topf befinden sich 4 Becher. 1, 2, 3, 4. 4 Becher. Dann haben wir hier so kleine Säckchen. In diesen, hoppala, fällt schon raus. In diesen kleinen Säckchen befindet sich das Besteck. Also 2 kleine Säckchen. Und zwar einmal befinden sich hier drin Gabeln. Die kann man noch hier hinten über einen Schieber arretieren. Und dann hat man eine wunderschöne Gabel und Löffel. Dann, ihr werdet euch noch wundern, was da noch alles rauskommt, dann haben wir hier einen Wasserkocher. Ein Wasserkocher, auch sinnvoll, ob man jetzt Kaffee machen will, ob man Tee machen will oder sich Wasser heiß machen will für eine Nudelterrine. Das klappt auch einwandfrei, hier mit Deckel auch oben drauf. Habe ich bis jetzt überhaupt keine Probleme gehabt. Dann ist da noch drin, den Deckel machen wir mal kurz drauf. 4 kleine Teller. Also die sind auch, die sind gut beschichtet. Ich habe sie bisher immer top sauber gekriegt. Die Pfanne hat ein kleines bisschen gelitten. Aber sonst habe ich bis jetzt überhaupt keine Probleme gehabt mit diesen Sachen. Also,
ich habe einen Topf, ich habe eine Pfanne, ich habe einen Wasserkocher, ich habe vier Teller, ich habe vier Becher, viermal Messer, viermal Löffel auf einem platzsparenden Raum. Klasse. Ja, also für jeden Autocamper, der ein bisschen Platzprobleme hat, kann ich das nur sehr empfehlen. Dann packen wir das hier mal wieder zusammen. Also es ist auch relativ schnell zusammengepackt. Das ist wirklich gut. Hier in diese kleinen Täschchen rein. Beim Zusammenpacken, logischerweise alles, was platzsparend ist, muss man immer ein bisschen Taktik anwenden. Und dass man alles wieder so zusammenkriegt, wie es jetzt war, dazu braucht es eine gewisse Technik. Und zwar kommt erst der Deckel rein, dann kommen falschrum die vier Teller drauf, der Wasserkocher. In den Wasserkocher kommt das Besteck und die Becher. Obendrauf kommt der Topfdeckel und der Topf kommt in die Pfanne. Und dann hat man hier wirklich ein kompaktes Vier-Mann-Kochset. Gut. Des Weiteren hier hinten ist dann mein Essen drin. Ich habe alles drin an Essen, was nicht leicht verderblich ist und nicht in den Kühlschrank muss. Für alles andere lagere ich zu Hause im Kühlschrank, wenn ich dann nicht wegfahre und hier was Gekühltes mitnehme. Also hier haben wir zum Beispiel Spaghetti, ja. Ketchup, wenn es noch nicht angebrochen ist, muss ja auch nicht in den Kühlschrank. Von daher überhaupt kein Problem. Salz und Pfeffer. Ein paar kleine Konserven. Hier, Heinz Barbecue Beans. 1A. Schmecken wirklich gut, lassen sich einfach kochen. Einfach die Pfanne auf den Gaskocher. Bist du immer gut bedient. Dazu ein schönes Steak. Wunderbar. Nutella für Frühstück. Ja, also ganz wichtig. Nutella für Frühstück. Hier habe ich noch Reis. Den kann man zum Beispiel mit heißem Wasser warm machen. Muss man einfach heißes Wasser reinkippen oder in der Pfanne oder im Wok. Klappt auch wunderbar. Hinten sind noch ein paar Nudeln. Dann hat hier auch Bohnen und Erbsen und Mais auch zum Steak. Wenn man Nudeln kocht, gibt es ja diese Fertig-Nudelsuppen, Nudelsoßen. Die sind jetzt auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was habe ich noch alles drin? Gut, hinten, wo ich jetzt, also Nudelterrine, alles was halt so schnell zu machen ist. Aber meistens muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir irgendwo sind, dann grillen wir auch meistens. Das ist dann wirklich nur für einen Notfall, wenn wir irgendwie weitere Strecken fahren und unterwegs einfach kurz was essen möchten. Hier auch noch so eine Nudelsuppe. Was habe ich noch? Oh, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Deswegen steht das ganz weit hinten. Ich weiß noch gar nicht, ob die ablaufen. Das sind diese Würstchen. Diese Würstchen in der Dose. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Deswegen stehen die auch ganz hinten. Also man sieht hier schon, auch an dem Portfolio, das ich dabei habe an Essen. Also ich könnte locker 2, 3, 4 Tage auskommen, ohne dass ich irgendwo hin muss. Pesto, ganz wichtig, immer lecker Pesto dabei zu den Nudeln. Und ich komme hier wirklich aus damit, also wenn man jetzt nicht Gourmet-Küche erwartet, was man ja beim Camping eigentlich nie hat, dann kommt man hier gut zurecht. So, die Nudelsauce noch rein, zack, 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 ups, die Spaghetti oben drauf. Und somit ist das quasi mein Küchenfach. So, das war der erste Teil von was habe ich in meinem Camper dabei. Alle Produkte, die ich euch heute hier gezeigt habe, mal abgesehen vom Essen, werde ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Also das Kochset, den Gaskocher. Werde ich auf jeden Fall verlinken, diese zwei Sachen, weil die lohnen sich wirklich. Und für jeden, der einen Kombi-Camper hat oder einen Mini-Camper hat und Platz sparen muss, sind diese zwei Sachen wirklich optimal. In dem Sinne,
Ich bin Scar von den Camping Cowboys. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen da lassen oder auch noch ein bisschen auf unserem Channel rumschauen. Und wenn euch der Channel gefällt, könnt ihr ihn auch gerne abonnieren. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Camping Cowboys.